Am besten ziehen wir einfach alles zusammen, was sich mit einem Reichssiegel hierher bestellen lässt. Also gut, dann erwarte ich jetzt von jedem von euch bis morgen, sagen wir zur Preierstunde, einen Brief mit Vorschlägen. Der beste wird dann abgeschickt und zwar in die Himmelsrichtung zum Anselm dem Jüngeren und dann auch in Richtung des Horasreichs. Das werdet ihr übernehmen, Abelmir. Tschüss. Zudem werde ich dann nach Ellen Wiener schreiben und Hagrobald informieren. Und dann überlegen wir uns, wie wir weiter verfahren. Am Ob wir besten solltet ihr auch Trolle informieren Selindian. können oder Goblins oder. Am besten solltet ihr auch schon Selindian informieren. Ja, genau, wenn er noch lebt. Beginnt auf jeden Fall damit, dass Galotta tot ist, um unseren zukünftigen Verbündeten Mut zu sprechen. Ich will Wollte die jetzt. Reichsregierung beschützen und sie nicht selbst übernehmen. Ich will euch ja nicht sagen, dass wir Alan Fahner viele Talente haben, aber eins unserer äußerst, sagen wir mal. Nautserafim! Was meint ihr, wer auf Selindian Hall aufpasst? Seine gottverdammte Großmutter. Und seine gottverdammte Großmutter ist Alan Fahnerin schon länger, als wir alle auf diesem Planeten wandeln. Außer der Herr Zwerg. Die Kaiserin Urgroßmutter, ja. Ja, die Kaiserin Urgroßmutter ist. Wird vermutlich ist Selindian Hall gegen mehr Gifte immun, als wir alle benennen können. Paligan ist sogar Das älter ist als wohl Seil wahr. auf Foslarin. Dachte, ihr kommt jetzt wieder mit eurem alanfanischen Großreich. Ja, Halt die Schnauze, Ludolf! dass er vielleicht verletzt wird bei einem Attentat, ja, aber dass er vergiftet wird, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Außerdem wird keiner an Trägern ihr vorbeigehen. Entweder hat sie ihn selbst immunisiert oder sie hat jedes Kontergift parat. Die Dame ist paranoider als wir alle zusammen. Ich stimme zu, dass sie ein gutes Auge auf Selindian Hall haben wird. Also, die Gerüchte halte ich auch für übertrieben, bei der Sorge, die sie hat erkennen lassen in den Begegnungen mit ihr. Alara Ja, dann Palligan lasse fahren ich wir gleich zumindest los. nicht mehr in ihrem Namen regieren. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Bis wir einen Kaiser haben, regieren wir eben weiter. Was ist mit den Maraskanern? In Kunschum, in Festum? Du Scheiße, an die habe ich noch mal nicht gedacht. Was ist mit den Raraskanern in Tutsak? Keine Es Havoks nicht gibt. mehr auf der. Keine Havoks Wollt mehr auf ihr der Erde. mich verarschen, Abelmir? Es gibt keine Alanfa. Es gibt keine Maraskaner, denen man irgendeinen Brief schreiben kann. Wollt ihr 50 Briefe schreiben? Gibt es dort nicht diese. Es gibt 50 Rebellengruppen und jedem Einzelnen müsste man mit einem eigenen Bruder, Schwester begrüßen und aushandeln und noch irgendwelche Briefe einfärben, damit man irgendwas aus denen rauskriegt, damit sie sich dann in ein Schiff setzen. Ich glaube, er meinte eher die Exilantenkolonien. In Genau Kuntium wie oder sie. was? Ich hab doch In gesagt, Kuntium. Kuntium wird von Söldnern regiert. Die Reichskammern sind leer. Wir können keine Söldner bezahlen. Dennoch haben wir Freunde und Verbündete in Kuntium. Vielleicht können wir Warum sie stöhnt zumindest ihr dazu hier rum, bewegen. Greifenmund? Lass gut sein. Lass gut sein. Wollt ihr mir sagen, dass man mit 12.000 Dukaten Maraskana einrufen kann, oder wie? Nun, vielleicht müsste man ihr an ihren Stolz appellieren. Rache an Hafax. Rache am Mittelreich. Hafax ist nicht mehr auf der Insel. Wenn Hafax nicht mehr auf der Insel ist, haben sie vielleicht eine Gelegenheit, zumindest da aufzuräumen. Aber das müssen sie Zumindest. selber machen, da können wir gerade nicht dran Das tun. ist gut für die Maraskaner, aber schlecht, um sie zu rekrutieren, weil sie jetzt eher zurück auf ihre Insel gehen und dort weiter Krieg führen. Kennt ihr Maraskaner? Keinen, den ich jemals mochte. Seht ihr? Bruder, Die wollen Schwester, wir die nicht Welt ist hier. schön. Bruder, Schwester, die Welt ist giftig. Nun, ich habe 2 Jahre lang jetzt auf Maraskan gelebt. Die Splittergruppen sind ein wenig aggressiver als normale Maraskaner. Und die Das. anderen, die normalen, haben mir schon nicht gefallen. Vor allem können wir auch nicht mit 20 Baumaffen anfangen. Götter im Himmel, das führt nirgendwo hin. Konzentrieren wir uns auf das Wichtige. Wenn wir die Leute in Kuntium erbitten, dann sollten wir sie eher dazu bitten, dass sie in Oron helfen, aber nicht hier. Ja, das meinte ich auch. Eine Partisanentaktik gegen Oron. Aber die Maraskaner, die doch geflohen sind, sind doch die, die nicht kampfbereit sind. Was glaubt ihr einfach, dass man Hafax mit Kriegskunde oder irgendwelchen Partisanentechniken aufhalten kann? Der Mann, wenn der Mann irgendwo auftaucht, dann vernichtet der alles. Der lässt nur noch Staub zurück. Ich will nicht sagen, aber er hat recht. Wenn Ist Hafax eines leider Tages so. hier eintrifft, sind wir so oder so geliefert. Glaubt ihr Wenn er wirklich, hier glaubt. irgendwann eintreffen sollte, werden wir ihm den Chaos machen, wie auch allen anderen. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist.
Jetzt gerade ist der Drache meine größere Sorge. Und dieses Geier, was weiß ich. Werheim. Irgendein Kultort, ein Ritualplatz. Immer an der Schwarze hebt der neue Untote aus. Wir brauchen einen Spähtrupp. Irgendjemandem, den wir vertrauen können, den wir da mal hinschicken und der dann durch Tarpatien rennt und sich ansieht, was da passiert. Mit diesem halbgaren Brief können wir nichts anfangen. Was ist mit den Avis-Geweihten? Sind irgendwelche davon zurückgekehrt? Warum seht ihr uns so erwartungsvoll an? Ihr könnt natürlich auch gerne mithelfen, aber ihr wart jetzt vor kurzem erst in Tarpatien. Ich fürchte, er hatte recht. Wenn wir irgendwo nützlich sein können, vielleicht ist es dann eher Romelis. Meinetwegen könnt ihr auch gerne Suppe ausschenken. Aber ich glaube, dem Reich ist besser gelitten, wenn wir ein paar Späher in Tarpatien haben. Und jetzt, wo ihr alle wieder auf den Bäumen seid. Aber ihr habt auch gesagt, ihr hättet noch Kontakte aus eurer Zeit, wo ihr, zur See gefahren seid. Habt ihr diese schon alle abgeklopft? Alle Möglichkeiten, wer auch immer uns irgendwas schicken kann. Wir könnten alles brauchen. Ich weiß nicht, was für Kontakte ihr habt, aber alles. Nahrung, Baumaterial, Soldaten, alles, was ihr irgendwie durch Kontakte einberufen könnt. Alte Gefallen einfordern. Greifen, und habt ihr noch irgendwo eine Dämonenarche rumstehen? In einem Hafen? Tut mir leid, die letzte habe ich irgendwo in Romulus verloren. Habt ihr sonst noch irgendwen kennengelernt? Irgendwen Wichtiges, den wir... Ich möchte nicht sagen anbetteln, aber anbetteln können. Damit wenn ihr Sarni nicht unbedingt davon überzeugen wollt, das Ochsenwasser hochzurudern, hören die Optionen leider auf. Ochsenwasser sage ich schon, ich meine den Dapat. Scheiße. Wenn man Sarni bitten würde, würde er das sogar tun. Ich wollte gerade sagen, verrückt genug ist der Hund. Das nach genau dem, was er tun würde. Aber eine Flussgaleere hilft uns auch nicht weiter. Meint sie sehr lasch schon. Es ist doch mehr ein Schiff anstatt. Also seine Männer werden an Land vermutlich nicht halb so effektiv sein wie im Wasser. Rafim, vielleicht wollt ihr nochmal eure Kontakte zu den Hexen aktivieren. Für die Späheraufgaben. Ja, wir werden uns nicht mehr auf die Hexen verlassen. Vergesst es. Denen könnt ihr nicht trauen. Also, habt die Schnauze voll. Jeder macht sich seine eigenen Gedanken. Ich erwarte einen Brief bis zur Preiostagsstunde und zwar hier in diesem Zelt. Danach werden wir das Ganze siegeln, unterschreiben und dann in die Himmelsrichtung schicken. Finde ich gut. Tarpatien übernehmen wir dann wohl selber. Mir raucht der Kopf. Und ob ich euch nach Tarpatien schicke oder irgendwelche Hexen oder irgendwelche Torwaler oder sogar Zwerge, das überlege ich mir noch. So. Abgetreten, ich habe Kopfschmerzen. Ja, haben wir alle. Ja, nachdem wir dann rausgegangen sind, machen wir das mit der Zentralregistratur noch heute oder können wir das bitte auf morgen verschieben? Ich muss schlafen gehen. Ich gehe zum Pentagon-Tempel. Ihr seid alle weich geworden. Ich gehe jetzt in die Villa Carino und lege mich da in ein sehr luxuriöses Bett, das für jemanden gemacht ist, der sehr viel mehr Geld hat als ich. Ist dort noch ein Bett frei? Wenn ihr schon davon sprecht, Carino, ich würde gern mitgehen. Das ist eine Villa, da sind bestimmt genug Betten für 30 von uns. Außerdem können wir ein Auge auf Lurin haben. Genau. Ihr seid alle eingeladen, in der Villa zu übernachten, solange wir sie in Besitz nehmen. Gut. Ab in die Heimat. Damit begebt ihr euch wieder in Richtung Carino? Ja. Ja. Dann habt ihr dort gute Betten. Gute Betten, richtig gute Betten, aber die Albträume foltern euch trotzdem. 1W6 minus 1 Regeneration. Ich bin voll. Ich auch. Lebenspunkte, bist du voll? Achso, wegen der Heilung. Im Heilungssegen und dem Fallblüten. Also ich würde gern noch vorm Schlafen gehen astral meditieren. Das kannst du natürlich tun. Ich ebenfalls. Ich nehme meinen Kameradpunkt. Ich möchte dann Thoras bitten, dass er uns aus der Scheiße zieht, aber... Da lang kommt auch ein Kameradpunkt. Ja. Da habe ich sogar wieder 11. Zwei Wochen noch, da bin ich voll. Vito. Oh, stabil regeneriert. Dann schreiben wir den zweiten Ingrim. Ihr erwacht. Wohlgenächtigt in guten Betten aus Seiden...
ja, seidischer Seidenstoff aus Alanfa. Schwarze Stoffe, es riecht nach Rosen, nach Blüten, irgendwelchen Rauschkräutern. Wohlgenächtigt und doch mit dröhnendem Kopf. Die Albträume, die euch geplagt haben. Bilder vom schwarzen Drachen von Rassasor, der in euren Köpfen wohnt. Und seinem Flugdrachen Dalmoroch. Tausende von Jahren an ihn gebunden. Stampf. Das rhythmische Schlagen von Vögeln. Könnt ihr sehen, wie er sich aus der Schwärze schält, aus Schwaden. Erderschütternde Tritte. Ah, guten Morgen, Herr Karinor. Wie möchten Sie Ihren Wein? Mit etwas Wasser verdünnt? Nein, ich glaube, ich brauche ihn ganz. Nichts verdünnt. Sehr wohl. Wir haben euch und Ihre Kameraden schon ein paar Speisen angerichtet, zumindest das, was die Keller noch hergaben. Ah, wunderbar. Vielen Dank. Sind die anderen schon auf? Ich lasse sie gleich wecken. Wir haben den Tisch im Wintergarten eingerichtet, mit einem Blick durch die Glasfront in Richtung des Gartens. Ich hoffe, es sollte warm genug sein. Wir haben bereits geheizt. Ihr seid zu gut. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Ich freue mich, dass ich mich wieder... Denkt aber daran, esst auch vernünftig. Selbstverständlich. Wenn Sie uns dann nicht mehr brauchen, wie gesagt, die Speisen sind allesamt gerichtet, wir werden Sie dann nach und nach wecken, werden wir uns wieder in Richtung der Stadt begeben und bei den Aufräumarbeiten helfen. Sie werden dann alles finden. Wir haben Ihnen auch einen Zuba mit warmem Wasser bereitet. Es soll Ihnen also an nichts fehlen. Hervorragend. Sagt, wie geht's dem Ritter Danos? Besser. Seine Wunden heilen gut aus. Er hat zwar schwere Verletzungen davongetragen und auch viele Narben, die zurückbleiben werden, aber vor allem diese Salbe, die die Magistra von Spogelsen aufgetragen hat, die sollte wohl ihr Übriges tun. Bin zwar nicht sehr heilkundig, aber er selbst scheint wohl körperlich wieder zu genesen. Allerdings klagte er mitten in der Nacht über die Dunkelheit und man möge ihm doch bitte Kerzen in seinen Raum stellen. Der Bitte sind wir natürlich nachgegangen. Wenn er nach Licht verlangt, gebt ihm so viel, wie er benötigt. Ich werde versuchen, mit ihm ein wenig zu reden, um seine Ängste zu lindern. Dann wünsche ich einen angenehmen Arbeitstag. Euch auch. Nochmal vielen Dank. Ja, so werden die anderen nach und nach geweckt. Und könnt dann sehen, wie Kiera schon in einem Morgenmantel aufgestickt mit einem KK dort sitzt und gerade die ersten Brötchen aufschneidet. Karinor, reich mir mal die Salami. Oh, guter landfranischer Salami. Gerne. Es ist. Ja, Alan, du siehst ja auch aus, als wärst du durch den Reißwolf gezogen worden. Müssen wir erst diesen verfluchten Drachen töten, um wieder ruhig schlafen zu können? Habt ihr die auch? Ist ja furchtbar, das geht ja gar nicht. Oh, diese Salami. Ja. Oh. Heimat, ich schmecke sie. Oh, ist die wunderbar. Ist das Glas? Ah. Aber natürlich ist das Glas. In das Mansur Glasfenster? Karino, wo nimmt eure Familie das Gold her? Handel, Schiffsbau, Drogen, viel Seide. Oh ja, die Karinors machen einen wunderbaren Boronwein. Kann man nur empfehlen. Es gibt Kaiser, die weniger Gold haben. Es gibt jetzt gerade Kaiser, ja, die weniger schon. Gold haben. Ihr euch schon Gedanken gemacht, was wir in eure, wie wir den Brief formulieren wollen? Ich vermieden, darüber nachzudenken. Irgendwas wird uns schon einfallen. Es klopft hier sind zum Gruße. Aber mir kommt ja rein. Ihr müsst diese Salami probieren. Al-Anfanische beste Ware. Dürft ihr das überhaupt essen, so als Eurasia, oder verstehst du das gegen euren Nationalstolz? Und ich schnüffle erstmal an der Salami, ob sie verdächtig riecht. Ja, kräftig gewürzt. Gut. Mir ist auch Raffin beißt da gleich in die ganze Stange. Also. Ja, dann würde mir das Brot reichen. Sicher. Warte, welches? Ja. Das Graue oder das weniger Graue oder das Helle? Das Helle natürlich. Natürlich. Am Morgen geht nicht so ein helles Brot. Eurasia wisst einfach eine gute tobrische Stulle nicht zu schätzen.
Das mag sein. Wir sind zivilisiert. Unter normalen Umständen würde ich mich mit euch um die Aussage duellieren. So, von Ritter zu Ritter, meint ihr? Schnauze. Nun, ich denke, es wird Zeit für die Briefe nach dem Essen. Wäre mir ehrlich gesagt ganz lieb, wenn jemand anders meinen Brief verfasst, weil meine sprachlichen Kenntnisse im Bereich des Schreibens sind angelhaft im besten Fall und naja. So. Aber, ihr müsst jetzt meine Salami probieren. Ich breche euch auch ein Stück ab. Hier mal die Salami. Ihr könnt auch dieses Messer dort nehmen, diese silberne. Ja, aber mir das geht auch so. Breche mal die Salami in zwei und reiche Abel mir ein ganzes Stück. Hier! Musst du erst das Brot essen und dann die Salami. Wunderschön. Vielen Dank. Reiche mir die Butter? Ja, hier, warte mal. Welches davon ist die Butter? Das da oder das? Das Gelbe in dem Porzellan. Ah, das Gelbe. Ja, natürlich, das Gelbe. Carino, wollt ihr auch noch etwas, wo ich jetzt gerade hier schon stehe? Ah, natürlich. Ich sehe hier so komische Gewächse, die habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn? Egal, hier, nehmt mal sowas. Und was wollt ihr denn, Jalan, wo ich jetzt hier schon am Buffet stehe? Möchtet ihr die gelbe Frucht, die orange Frucht, die gelb-orange Frucht? Angesichts der Tatsache, dass ihr nicht mal den Namen dieser Früchte kennt, lasse ich da wohl die Finger von. Araskan hat mir da einiges gelehrt. Gib mir doch einfach das Schmalz rüber und ich spiele mir eine ordentliche Stolle. Ja, wartet. Hat jemand Idarun schon geweckt? Ich dachte, die Diener hätten das erledigt. Tempel. Ah, ich verstehe. Sie ist ja in den Tempel gegangen. Sie verpasst das Beste. Selten. Ach, wir zwingen sie einfach morgen mit, hier zu schlafen. Ah, seit langem ein wunderbares Mal. Jetzt fehlt... Ah, Tee! Da! Tee! Ich reich ihn euch. Hier, wie geht das nochmal? Und er macht die ganze Tasse komplett überfüllt. Muss immer ordentlich rein, ne? Nein, nicht ganz so voll. Ein Stück Kanif und ein wenig Milch. Dieser Kristallzucker. Das Zuckerding, ja, das schmeckt süß. Sehr schön. Ja, währenddessen erwacht Isarun auch mit schmerzendem, drohenden Kopf. Und ja, du hast gut genächtigt, aber nicht ganz so gut wie in der Karinorschen Villa. Sind dann irgendwelche provisorischen Betten aufgestellt worden und kannst dann auch sehen, wirst dann geweckt, wie Leonardo da gerade schon in irgendwelchen Zahnrädern rumdreht und eine etwas größere Maschine da zusammengebaut hat, die sich da jetzt nach und nach dann durch den Raum bewegt. So wirst du wach. Oh, hey. Oh, was ist das denn? Meister Leonardo, was baut ihr da gerade? Ein mechanisches Werk. Euer Kollegus hatte mir aufgetragen, dass ich etwas bauen sollte, etwas entwickeln sollte, das durch die Stadt marschiert und die Wege frei macht. Ach, das ist ja spannend. Ja. Das werde ich ihm sagen. Ich werde ihn gleich treffen. Ja, ihr könnt ihm sagen, dass die Grundzüge dessen fertig sind und ich mich jetzt wieder mit Wichtigerem befasse, also... Der Rest wird wohl funktionieren, wenn er die restlichen paar Schräubchen reindreht. Und das ist aber nichts, was ich an dieser Stelle gerade machen muss. Er zerknüllt gerade ein großes Reißbrett, eine große Skizze und fängt gerade wieder eine neue an. Ja, dann will ich euch nicht weiter aufhalten. Gutes Gelingen. Ja. Schöne Grüße. Gut, ich mache mich dann auf die Suche nach Walner Yitzkog oder einem anderen höherrangigen Geweihten. Du wirst ihn finden neben Answin von Werheim. Beide in große, dicke, schwere Wälzer vertieft, recherchieren sie wohl gerade gemeinsam über ein Thema. Hesinde zum Gruße, die Herren. Ah, Hesinde zum Gruß. Guten Morgen, Isarun. Woran forscht ihr gerade? Mich hat diese Brauerei, beziehungsweise das Armenhaus, nicht ganz losgelassen. Und wie gesagt, ich hatte da ein ganz ungutes Gefühl und wollte daher etwas
über, naja, Brauhaus Eichstätte herausfinden. Das Brauhaus selber, Traditionsbrauerei, das ist gar nicht so sehr von Interesse für uns, aber was ich mittlerweile herausgefunden habe mit Walner Yitzkok gemeinsam, das Waisenhaus gehörte ja zu Chilissa, Chilissa Ulfaran. Richtig? Das haben wir herausgefunden. Mhm. Die Stadträtin. Das ganze Waisenhaus steht seit 5 vor Bosbarans Fall, stand allerdings noch wesentlich länger. Das habe ich aufgrund der dunklen Zeiten und dem da mit dem Bibliothekenbrand war das natürlich etwas schwieriger dann herauszufinden. Aber nachdem wir uns jetzt hier gemeinsam vertieft haben, 150 nach Bosbarans Fall wurde dann der Hof am Würselbach zerstört. Aber noch weiter genutzt. Und zwar bis 595 im Krieg der Magier. Ihr wisst, was der Krieg der Magier ist? Mhm. Gut. Anschließend wurde darauf dann die Brauerei errichtet. Und dieses Waisenraum mit dieser Statue darin, der wurde 350 nach Bosbarans Fall nachträglich hinzugefügt. Das kann man an dieser Bauskizze hier erkennen. Ach, das ist ja interessant. Und was mich gerade etwas verwundert, es war eine weitere Skizze in diesem großen Buch dabei. Ich hatte das als erstes, ich hatte da nicht viel in diese Bauskizze reingelegt, weil ich nicht ganz wusste, wie ich das zusammen kombinieren kann, aber, und das hat dann meine Aufmerksamkeit erregt, beide Räume wurden von der gleichen Person erschaffen. Weißt du nicht, wo dieser Raum ist? Aber wie gesagt, diese Skizze lag dann eben da drin. Beides wohl zur Zeit der Priesterkaiser dann hinzugefügt. Das ist interessant, dass ihr das erwähnt. Wir haben nämlich gestern eine weitere Statue gefunden in der Villa Karinor, die auch aus dieser Zeitperiode stammte. Und seltsamerweise auch eins von diesen goldenen Kettengliedern aufwies. Wir haben es einmal mitgenommen. Ja, okay. Bin mir selber nicht ganz sicher, wann die Statue dort unten errichtet worden ist. Was ich, wie gesagt, weiß, ist, dass es irgendwann zwischen 5 vor Bosbarans Fall und dann 595 muss diese Statue aufgestellt worden sein. Weiter kann ich das nicht klassifizieren. Zumindest würde das mit den Priesterkaisern kohärent sein. Genau, also wenn zumindest wir davon ausgehen, dass die Statue zeitgleich mit dem Raum eingefügt worden ist, dann würde das auf jeden Fall in diese Zeit hineinpassen. Ja. Schaut doch einfach mal hier auf diese Skizze. Ihr seht sie? Sie wurde unterschrieben. Tatsache. Sogar mit einer Jahreszahl. CC LXXX AVS. Ich habe etwas ermittelt. Da sind wir schon etwas weiter. Ich sitze hier nicht auch seit ein paar Minuten, sondern konnte recherchieren, dass HVS Heliodane von Streitzig ist oder war. Sie lebte von 326 bis 409 nach Bosbarans Fall. Das würde natürlich auch wieder mit den Priesterkaisern kohärent gehen. Das Adelsgeschlecht derer von Streitzig sollte bekannt sein. Die gibt es ja seit jeher. Das ist richtig. Würde mich interessieren, ob an der Statue, die wir gefunden haben, auch ein solches Kürzel zu finden ist. Und da kann ich leider nichts zu sagen, aber zumindest hat sie diesen Raum entworfen, in dem die Statue stand, und hat dieses Hexagon entworfen. Weiß man denn, oder gibt es vielleicht eine Auflistung von allen Statuen der Märtyrer, die hier in Garret erbaut wurden? Zumindest nicht in diesen Werken, vielleicht im Rathaus. Da könnte man sich überlegen, ob im Rathaus irgendwo diese Sachen platziert worden sind. Da sollten wir vielleicht... Was will man Menschenkenntnis? Hast du noch ein Chip? Nein. Kann ich meinen abgeben? Eigentlich nicht, aber ja. Komm, dann nimm. Fast ein Patzer, ne? Schon wieder fast ein Patzer. Also, weil 1919 ist ja bei dir ein Patzer mittlerweile. Ja, ist aber keine. Wird ein bisschen besser, gut. Er sieht enttäuscht aus, weil du nicht weiter nachfragst. Fällt euch noch etwas auf?
oder ein, wo man danach haken könnte. Ja, du siehst, wie er jetzt lächelt. Ja, ich habe mittlerweile natürlich noch etwas mehr herausgefunden. Dann, naja, Heliodor von Streitsig, wann sie gelebt hat und dass sie von Streitsig ist, das ist ja kein interessanter Fakt. Aber sie war eine junge Vertraute von Praius Lob von Selem. Und sie gehörte damit dem Orden der göttlichen Kraft an. Ihr versteht? Sagt mir der Name Praius Lob von Selem was? Wäre natürlich ein typischer Fall für Jalan. Ob Jalan den kennt? Praios Lob? Ja, also du notierst dir, entweder du blamierst dich jetzt vor Answin oder du fragst halt Jalan, ob er das weiß. Zumindest macht Answin weiter. Sie ging unerbitterlich gegen Ketzer und gegen Heretiker vor. Das ist natürlich mit der Zeit begründet, in der sie gelebt hat. Sie galt als Verfechterin einer Götterherrschaft, bei der Isinde, Zar, Fex und Rondra ausgeschlossen blieben, und das ist natürlich auch in der Priesterkaiserzeit sehr zu verstehen. Und die waren damals alle etwas rassistisch, beziehungsweise gegen, naja, aufgrund des Umsturzes von dem Kaiser Rode dem Zweiten, war das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Naja, und sie hat jetzt eben diese Bauzeichnung verfasst und überall Lehne von ein mittlerweile Kellern aufgestellt. Aber so wie ich das sehe, ist ja auf dem Bauplan nicht unbedingt die Statue aufgezeichnet. Nee, das wohl nicht. Ich gucke gerade mal in meine Aufzeichnungen. Es gab wohl einen Prior-Schrein auf dem ehemaligen Stadtfriedhof für Patrizia. Kannst mal eine Orientierungsprobe würfeln.